Als Landjuden bezeichnet man die Juden, die im ländlichen Raum leben und arbeiten, was nicht heißt, dass das mit bäuerisch gleichzusetzen wäre, sondern viele Landjuden sind auch im Bereich des Handels oder im Handel tätig gewesen. Andere haben schon auch quasi die Schwelle zum Agrarischen überschritten und Viehhandel liegt ja sowieso auch an dieser Grenze. Und das hat schlicht damit zu tun, dass in sehr vielen Städten, aber auch Territorien im Laufe des Spätmittelalters und der beginnenden frühen Neuzeit die Juden in den Städten nicht mehr geduldet wurden. Und sie mussten sich also neue Wohnorte suchen. Und dass es gerade in Franken so viele ländliche jüdische Siedlungen gibt, hängt damit zusammen, dass hier die Herrschaftsstruktur sehr stark zersplittert war. Es gibt viele Orte, die drei, vier verschiedene Ortsherren haben und das ist immer gut gewesen für die Niederlassung von Juden. Seit Ende des 18. Jahrhunderts gab es in allen deutschen Staaten so ganz allmählich im Zusammenhang mit der Aufklärung das Bestreben, auch die Juden rechtlich besser zu stellen, weil man natürlich auch gesehen hat, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der sozialen Situation und der Rechtsstellung. Und das ist die Zeit der sogenannten Emanzipation. Auch in Bayern gab es dann diese Bestrebungen und es hat ein Gesetz gegeben, was die rechtliche Stellung der Juden neu geregelt hat, durch den sogenannten Matrikelparagraphen. Eigentlich die Siedlungssituation der Juden sich kaum geändert hat, weil nämlich die Situation in den einzelnen Orten eingefroren wurde. Man hat die Haushalte gezählt und hat die Anzahl der jüdischen Haushalte an einem Ort begrenzt, hat Nummern vergeben, das waren die sogenannten Matrikelstellen. Und das Ziel war letztlich, die Zahl der Juden zu verringern. Die Matrikelgesetzgebung führte dazu, dass viele aus den nachkommenden Generationen keinen Platz fanden, wo sie sich niederlassen konnten. Sie konnten nicht heiraten, sie konnten keine Familie gründen. Und dieser Druck und ich denke gleichzeitig auch die Frustration darüber, dass sich da einfach nichts ändert, wurde so groß, dass dann in den 30er, 40er Jahren viele, vor allen Dingen junge Juden, ausgewandert sind in die USA. Seit der Aufhebung des Matrikelparagraphen 1861 hat sich die Situation für die Juden deutlich verbessert, weil sie nämlich dann endlich dorthin ziehen konnten, wo sie hingehen wollten oder wo sie bessere ökonomische Chancen gesehen haben. Die Zahl der jüdischen Gemeinden ist gesunken, das ist ganz klar, aber es hat 1933 immer noch 109 jüdische Gemeinden in Unterfranken gegeben und etwa 30 weitere Orte, wo noch einzelne Juden gelebt haben. Auch in Unterfranken hat es viele gegeben, die den Einsatz im Ersten Weltkrieg als Chance begriffen haben, zu zeigen, dass sie genauso deutsche Staatsbürger sind, genauso engagiert wie andere auch. Es hat sich dann aber schon während des Ersten Weltkriegs gezeigt, wie groß immer noch das Misstrauen war in der Politik und in der Gesellschaft. Und dann hat man den Juden, also die Antisemiten haben den Juden vorgeworfen, sie würden zwar in den Krieg ziehen, aber sie würden sich drücken. Und dann hat man angefangen, also die Leute zu zählen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass mehr Juden gefallen sind im Schnitt, als ihr Anteil in der Bevölkerung ist. Und dann hat man ganz schnell diese Zahlen unter den Tisch fallen lassen. Und um das Feld nicht den Antisemiten zu überlassen, haben dann aber die jüdischen Gemeinden angefangen, selber zu zählen und selber Statistiken zu führen, um belegen zu können, hier so und so ist die Situation, wir sind da sehr aktiv gewesen. Aber es hat ihnen am Ende nichts genutzt.